Ho ho ho, meine Lieben, mein Name ist Wanzer und ich begrüße euch zum nächsten Video meines diesjährigen Starterkalenders. In diesem heutigen Video wird es wieder mal um eine Tür gehen, um genauer zu sein, um die Nummer 17. Es ist ja nicht mehr weit, bis Weihnachten vor der Türe steht und bis dato wollen wir natürlich die Zeit überbrücken, indem wir wieder mal ein kleines Paketchen öffnen. Dieses Mal haben wir das auf der rechten, nein, auf der linken Seite. Das ist es, das heutige Türchen. Da wünsche ich euch noch ganz viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns gleich wieder beim Aufnahmetisch, eure Fanta und ciao, ciao. Willkommen zurück. Mein Name ist nicht nur Fanta, ich werde auch Fan genannt. Dementsprechend begrüße ich euch zu einer weiteren Partie Fanspost, wo wir Briefe von prominenten Wesen aus der Pokémon-Welt öffnen werden. Danach widmen wir uns wie gewohnt dem eigentlichen Opening, das Türchen-Video, und da greife ich mal zum allerersten Brief. Dieser Brief ist nämlich von unserem lieben Gagaber, mein Starter-Pokémon aus Alpha Saphir, was mir jedes Mal aus der Patsche geholfen hat, was ja ein super toller und auch treuer Weggefährte war, den ich wärmstens weiterempfehlen kann. Also mir hat es richtig Spaß gemacht, mit Gagaber meinen Weg zu gehen, mein Abenteuer zu bestreiten, und ja, ich glaube, ich hätte da keinen anderen wählen können, keinen besseren wählen können. So, da schauen wir direkt mal rein, was er zu sagen hat. Ich glaube, sonst werde ich hier weiter von ihm schwärmen und das würde sich dann vermutlich in die Länge ziehen, so wie man das von mir kennt. Er hat auf jeden Fall uns ein paar Codekarten bereitgestellt. Diese werde ich euch sofort in die Kamera halten. Da haben wir einmal das erste für euch und natürlich auch das zweite, wenn ich hier so gelenkig wäre. Löst diesen einfach mal ein und lasst euch überraschen. Viel Spaß damit. Und dann geht es auch schon weiter mit dem zweiten Brief. Dieser ist von unserem lieben Kanimani. Ein unglaublich cooles Wasser-Starter-Pokémon, wie ich finde. Eines der gelungensten vom Artwork her. Und ich glaube, das will Kanimani auch mit seinem Brief ausdrücken. Denn dieser sagt: In der Vorabversion von Gold und Silber sollte ursprünglich das Pokémon Kyurisu der Wasserstarter werden. Da habt ihr es auch schon gehört. Also das ist ein Thema, wo ich sehr weit ausholen könnte, aber die Zeit haben wir leider dazu nicht. Ich finde sowas generell sehr, sehr spannend. Ich interessiere mich für, ich sag mal, die Entwicklung von Videospielen. Das muss jetzt nicht zwangsläufig Pokémon sein. In diesem Beispiel habe ich ein The Witcher Buch, also ein Buch über das The Witcher-Universum, was ich mir super gerne durchlese. Da sind unglaublich viele Hintergrundgeschichten dargestellt. Und das als extremer The Witcher-Fan ist natürlich Premium Plus, wie man so schön sagt. Ich finde das Thema, wie gesagt, super spannend. Ich mag diese Background-Infos, ich mag triviales Wissen natürlich, Fun-Facts kann man auch dazu sagen. Und in diesem Falle, was Kanimani anspricht, diese sogenannten Vorab-Versionen, die sind auch unglaublich spannend. Also wenn ihr den Link unten in der Videobeschreibung anklickt, dann werdet ihr zu einer Poké-Wiki-Seite weitergeleitet, wo ihr nicht nur die Vorzeichnungen von den Starter-Pokémon sehen könnt, sondern auch von den restlichen Pokémon, und das ist einfach nur super spannend zu beobachten, was sich die Entwickler damals gedacht haben, ob die Pokémon wirklich jetzt so aussehen, wie sie auch damals schon vorgezeichnet worden sind, oder ob es dann nicht komplett andere Wesen geworden sind. Kommen wir nun aber zum letzten Brief. Dieser ist von unserem lieben Glumanda. Da schauen wir auch direkt mal rein, was er denn so zu sagen hat. Ich glaube, der hat auch eine schöne Geschichte für uns parat, so wie es aussieht. So, das Glumanda kommt natürlich auch hinten in den Hintergrund hin. Und dann haben wir hier auch schon seine Nachricht. Ich gehöre nicht nur zu den beliebtesten Startern, sondern meinem großen Bruder zu Ehren wurde auch in einer Brücke, Glurak-Brücke, getauft. Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, das ist ja, wenn man aus Rayono City rausgeht und dann die Route durchquert, am Ende der Route findet sich dann die sogenannte Glurak-Brücke, die Glumanda da auch schon angesprochen hat. Und wenn man diese dann durchquert, kommt man auf der anderen Seite bei Maria City raus. So, hier haben wir auch schon das 17. Türchen. Ich freue mich wie ein Honigkuchenpferd, mit euch endlich dieses Opening einleiten zu dürfen. Und dann möchte ich gar nicht so lange fackeln. Wir starten auch direkt, indem wir hier das
bei der Lasche aufmachen werden. Und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß beim Opening, generell beim restlichen Video. Und ja, dann machen wir das gute Stück doch mal auf. Das 17. Türchen stellt die wunderbare Kampfbox zu Bisoflor VMAX dar. Das Pendant dazu, sprich das Turtok VMAX, durften wir schon in einem anderen Video aufmachen. Und jetzt haben wir die Ehre, uns dem Bisoflor VMAX zu widmen. Und ich freue mich total drauf, mit euch dieses Opening jetzt machen zu dürfen. Hier haben wir die Promokarte, das wunderbare Bisoflor VMAX. Ein unfassbar schönes Pokémon. Ich kann es immer wieder erläutern. Es ist einfach so ein toller Starter. Eines meiner liebsten Starter-Pokémon. Das nochmal in groß als wunderbare Jumbo-Karte und die Packungssleeves und die Booster-Pack-Auswahl. Wieder mal eine wilde Mischung. Natürlich mit Kampfstile. Das lässt sich leider nicht vermeiden, weil dieses Produkt extra zu diesem Zyklus herausgekommen ist. Das Ganze zweimal. Dann haben wir Flammende Finsternis mit ja, einem Glurak drauf, vielleicht ist es ja auch drinne. Und Ultra Prisma, worauf ich mich am meisten freue, einfach aufgrund der Cynthia, meiner absoluten Liebe im Pokémon-Universum. Und dann starten wir auch direkt mit unserem ersten Booster-Pack, nämlich das von Kampfstile und auch dem wunderbaren Impoleon. Das werden wir vielleicht noch in eines der Türchenvideos wiedersehen. Kleiner Spoiler vorab. So, dieser Code geht an euch. Viel Spaß damit. Hoffentlich zieht ihr was Gutes. Das waren vier. Ja. So, okay. Das erste Booster Pack bringt uns zunächst einmal ein Pachirisu, ein Kikugi, dann haben wir Flunkiefer, Onix, ein Remoraid, die Psycho-Energiekarte, Verkrokel für meine Starter-Pokémon-Sammlung, perfekt. Ein Waggon, den guten Bruno, Meistergriff als Reverse-Rare-Karte, das ist ja schon mal ein Anfang. Und dahinter ein wunderbares Belektro, ein Elektrohündchen. Nichts, was mich jetzt so vom Hocker haut, aber das gute Meistergriff, das sieht auf jeden Fall schön aus. Und hier habt ihr nochmal den Code für euch. So, da haben wir das wunderbare Voldi. Ein unfassbar schönes Artwork, wie ja, das hier apportieren möchte mit dem Pokéball. Oder es möchte einfach in seinen Pokéball zurück. Das kann natürlich auch der Fall sein. Wir werden es herausfinden müssen. Galaflekmon, ein Charmian, Thermopod, ein weiteres Onix, diesmal die Wasserenergie, Krebutak, Bisofang, danach haben wir fließender Angriff, Wirbelrolle. Also das könnte auch glatt eine Attacke sein bei einem Anime. Da setzt der eine die Wirbelrolle ein und der andere ist dann auch schon geschlagen. So, unsere nächste Reverse-Rare-Karte. Es freut mich sehr, dass wir die eine oder andere Sternkarte jetzt hier ziehen dürfen. Ein Schlobleck. Nicht das, was ich unbedingt brauche, aber vielleicht möchte wer das ja noch getauscht bekommen. Und dahinter haben wir ein Legios als Regular Rare. Schade, schade, Schokolade. Aber wie gesagt, das Schlurpleck nehmen wir natürlich auch dankend mit. Das hat eigentlich auch ein solides Artwork, wie es da im Wasser einfach nur chillt und seine Zeit vermutlich genießt. So, das nächste Booster Pack ist von Flammende Finsternis mit dem wunderbaren VMAX Glurak. Und ich hoffe, dass dieser Junge natürlich auch so seinen Gastauftritt bei uns hat. Wir haben an dieser Stelle ein Schnuthelm, Kleptifuchs, Mollymorba, sehr schönes Artwork, Gelatini, wow, passend zu Weihnachten natürlich. An dieser Stelle die Frage an euch, hat es schon geschneit oder sieht es eigentlich genauso aus wie bei uns? Nämlich gar nichts. Ich erinnere mich noch an eine Geschichte, die ist vor kurzem passiert, nämlich war ich für
sehr, sehr lange Zeit in der Bibliothek, habe mich dort niedergelassen, meine Recherche betrieben, habe die Wärme genossen und aus dem Fenster geschaut und da ist eigentlich nichts passiert. Und dann gehe ich irgendwann nach, ich weiß nicht, bestimmt 4, 5 Stunden nach draußen aus dem Gebäude und was ist passiert? Es hat angefangen zu schneien, wo ich mir denke, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Ich muss noch ein paar Einkäufe tätigen und generell durch die Stadt rumlaufen. Da kann es doch jetzt nicht anfangen zu schneien. Das ist wieder mal absolut typisch gewesen. Das ist genauso wie bei Regen. Wenn du drin bist, dann passiert einfach gar nichts. Und dann auf einmal kommt ja, der größte Regen- und Hagelsturm, den es seit Jahren nicht mehr gegeben hat. Als nächstes das Goppel, wie auch hier die Kampfenergie. Danach die Kampfhandschuhe, passend dazu. Vertraute Glocke, ein Duodino, Kleopatra als unsere erneute dritte Reverse Rare-Karte, sehr, sehr schön. Und vielleicht dieses Mal unseren ersten Hit, wir werden es herausfinden. Ein Klick-Di-Klack scheint wohl nicht der Fall zu sein, aber hey, wir haben immerhin eine Reverse Rare-Karte gezogen, nämlich das wunderbare Kleopatra. Und das letzte Booster-Pack beginnt direkt mit einem Banger-Hit. Das ist mein liebstes Plinfer-Artwork, wie es da auf seiner Eisscholle steht und im Hintergrund noch das wunderbare, relaxte Seemops. Da stimmt einfach alles. Und ja, die Karte will ich mir natürlich auch in meine Sammlung legen. Danach das Pionskora, auch sehr, sehr süß. Ein Skunkapu. Danach das Mangunior. Ein Magma. Die Elektroenergiekarte, das Bestellpad, wir haben ein Panpyro, unbekanntes Fossil, das Mangunio erneut als unsere Reverse-Karte und dahinter unseren letzten Hit, ein Piondragi Regular Rare. Schade, also diese Boxen haben jetzt gänzlich wenig gegönnt, um es noch irgendwie positiv auszudrücken. Also heute können wir wirklich nur die Reverse-Karten in die Kamera halten. Da haben wir, huch, zum einen das wunderbare Schlurbleck, natürlich, was da uns heruntergefallen ist. Wie auch das Mangunio, Kleopada und unseren Meistergriff. Sehr schön. Aber ich habe trotzdem noch ein paar Pokémon für meine Sammlung ziehen dürfen. Die zeige ich euch jetzt einfach mal, um ja, irgendwas in die Kamera halten zu dürfen, um meinen Frust, sage ich mal, so ein bisschen damit auszublenden, weil es sehr, sehr schade ist, dass wir aus diesen Boxen kaum was gezogen haben, außer jetzt hier noch meine Starter oder auch Pokémon für meine Lieblings-Pokémon-Sammlung. Aber nun gut, vielleicht wird es beim nächsten Mal besser laufen. Ich hab noch Hoffnung, ich trage noch Hoffnung in mir und in diesem Sinne muss ich mich auch schon leider von euch verabschieden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, lasst diesen wie immer ausklinken. Haut da rein, bis zu den nächsten Videos, eure Fanzer und ciao, ciao!